Moin Moin und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Skyrim Creation Kit Tutorial. Heute geht es ums Teleportieren. Vorab vielen Dank für die ganzen neuen Abonnenten, Kommentare und so weiter. Bleibt fleißig dran, wenn ihr immer noch nicht abonniert habt. Über dem Video ist ein Button, dort könnt ihr draufklicken, schreibt mir Kommentare und so weiter. So, ich bin hier drin, habe schon mal etwas vorbereitet. Und zwar wollen wir teleportieren uns in unsere Höhle. Dafür bin ich jetzt hier in Whiterun World im District drin und habe mir jetzt mal hier so ein Haus hingesucht, wo man eine Tür hinsetzen kann. Wir nehmen hier Nordic Small Load 01, fügen sie ein. Ja, werden sie mal kurz ein bisschen zurechtstutzen mit S zum Skalieren kleiner machen. Rechte Maustaste drehen und mit Z etwas auf dem Boden und nach hinten. So, noch ein bisschen mit Z nach unten. So, ja, es sieht jetzt nicht toll aus, aber es soll es auch nicht, das ist ziemlich egal. Wir gehen jetzt sozusagen hier auf Doppelklick auf die Tür und wir sehen hier schon direkt der erste Reiter ist Teleport. Also wenn man sich ein bisschen damit kurz mal befasst, dann sieht man es auch sofort. Klicken auf Teleport, wählen als Cell hier natürlich unsere erstellte Zelle aus. Und zwar Black Hole, die Tür, Nordic Small Load 1 und klicken auf. Hier können wir noch was ausmachen, das ist egal. Klicken auf OK. So, jetzt haben wir hier erstmal einen Marker, so einen Marker. Wenn ihr den nicht habt, drückt einmal M. Den zieht ihr raus, dreht ihn so, wie ihr halt sehen wollt, wie er rausschaut. Und so guckt ihr jetzt, wenn ihr rauskommt. Macht wieder auf die Tür, Doppelklick auf die Tür. View Teleport Marker. Klickt ihr auf OK. Wieder ins Feld rein. Hier rein. Und dann seht ihr schon, ist hier der gleiche Marker wieder. Nehmt ihr raus, dreht ihn rum, so, zieht ihn rein, na komm. Wichtig ist, dass ihr, oh, ich zeig's euch gleich, hier oben Snap the Angle und Snap the Grid aus habt. Also das ist immer in den Welten, ist das meistens nicht so ans Grid angepasst, das ist immer nur für Dungeons so relativ wichtig. Von daher, ja, so langsam sollte man immer wissen, wann man es anhaben und wann nicht, könnt ihr immer sehen hier oben. Wenn das reingedrückt ist, ist es an. Wenn nicht, dann ist es aus. Zur Not sage ich es auch in jedem weiteren Tutorial nochmal. So, das war's auch schon. Jetzt könnt ihr euch sozusagen rein teleportieren, die Instanz betreten. Ich habe ja noch nicht weitergebaut. Das ist noch genauso wie im letzten Tutorial. Und ja, gut. Im nächsten Tutorial wird es dann weitergehen hier hinten mit der Halle. Dann werden wir noch eine Höhle anbauen. Und natürlich die Einrichtung, wie bereits versprochen, wird natürlich kommen. Ja, so viel dazu. Fallen werden noch kommen, wie man Traps erstellt. Was wird noch kommen? Quests, Dialogs natürlich. Was habe ich noch geplant, die hier reinkommen? Ja, natürlich Gegner, ist ganz klar. Ein Bosskampf wäre auch ganz schön zum Ende. Und natürlich Loot und levelabhängiges Loot und so weiter und so fort. Werde ich euch dann noch erklären. Kommt in den nächsten Videos. Bleibt dran, kommentieren, bewerten. Und wie gesagt, wenn ihr die nächsten Videos sehen wollt, auch abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.